Zieh das Schwert, Geralt. Bossfight am Start. Let's go, erstmal. Erstmal Spiel speichern. Schwert ziehen. Emige ist hier keine gute Kämpferin. Na komm. Emige, ich bräuchte dich mal zum Heilen. So, hier mal erstmal die Ballgäste besiegen. Komm. Müssen die eigentlich mal von Abby fernhalten. Na komm. Die Bestie zum Schluss. Na komm, einer nach dem anderen. Gleichzeitig klappt das nicht. Ah, Abby ist tot. So, einer tot. Nächste. Snart Verstärkung. Jetzt müssen wir auch mal hier auf die Bestie einhauen. Na komm. Bisschen Bestienangriff. Na komm, na komm. Was stehst du denn da rum? Weg hier. Der lässt sich auch manchmal ziemlich. Lässt sich auch manchmal angreifen. Abby, Heilung. Und schon wieder tot. Nicht gut, 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 nicht gut. Na komm, na komm. Wir werden hier wirklich zerbissen. Da wird hier Gulasch gemacht. Ja, die Heilung kam zu spät. Zum Glück haben wir hier gespeichert. Tod vom Kampf. Und weiter geht's. Oh nein. Na komm. Der Stream läuft noch. Denn sie während des Kampfes nicht wirklich auf den Stream aufpassen. Na komm. Wir sollten uns vielleicht erstmal auf die Bestie konzentrieren. Und da haben wir auch zu viele auf einmal, die uns angreifen. Also wir müssen wirklich erstmal die Ballgäste besiegen. Einen nach dem nächsten. Erstmal die Verstärkung ausschalten. Na komm, Abby, ich brauche deine Heilung. Sonst wird das hier nichts. Na komm. Die Kämpfe sind hier schwer. Na komm, hier, dich. Dich als nächstes. Zack. Da kommt Verstärkung. Die Bestie, die greift ordentlich an. Und die nimmt kaum Schaden, das ist das Blöde. Abigail. Oh, verdammt. Na komm. Damit ich nicht 5 gegen mich habe. Na komm, na komm, na komm. Jetzt hier weg. Immer mal wieder flüchten. Die beste Taktik. Medizin, Trank. Ich hab nichts. Ich könnte nur Heilung machen. Ich hab hier, das ist verdammt hier. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Es ist vorbei mit mir. Ach je.
Das ist ein schwerer Kampf. Was essen können wir zwischendurch? Den Feuerzauber können wir auch mal versuchen. Werden wir jetzt noch einige Versuche brauchen. Das ist jetzt hier natürlich. Wir müssen die Hunde erstmal von Abigail ablenken. Das ist hier das Ziel. Damit uns die Heilung. Damit wir Heilung haben im Kampf. Versuchen wir als erst die Bestie zu töten. Na komm, hau ab. Was machst du denn? Was machst du, Geralt? Ich drücke hier Knöpfe, wie wild. Ja, die ist schon wieder tot. Ist ja hier unmöglich. Na komm, jetzt weg hier. Kacke, ich bin schon fast tot. Wir müssen wirklich erstmal die Vergessene besiegen. Sonst sind wir hier wirklich Inventar. Hier mal was essen. Das bringt es hier nicht wirklich. Das war hier ein schneller Kampf. Okay, die Taktik ist schon richtig, uns erst auf die Vergessenen zu stellen. Erst die Verstärkung ausschalten und dann. Verstehe. Und sofort auf die Beste zu stürzen, ist keine gute Idee. Okay, Taktik. Erstmal Wölfe weglocken von Abigail, damit wir Heilung haben im Kampf. Und dann erstmal die Balgäste. Na, bleib doch nicht stehen. Was bist denn du für ein Trottel? Was ist denn hier? Das ist doch nicht möglich hier. Lässt er sich einfach töten. Ich drück hier wie wild. Ich mach hier die Tasten kaputt. Ich brauche eine neue Tastatur, wenn ich damit fertig bin. Und ich bin schon fast tot hier. Erstmal die Gäste töten. Der Bege ist schon tot. Es ist halt schlecht. Ohne Heilung sind wir hier aufgeworfen. Ohne Heilung sind wir verloren. Im Kampf gegen die Bestie. Eine Art Verstärkung. Heilung, ja bitte. Und jetzt abhauen. Abigail ist wieder da. Und wird schon wieder getötet. Na komm, lasst Abigail in Ruhe. Na komm, jetzt hier. Abschlachten. Super Gäste ausschalten. Und weg hier. Und jetzt auf die Bestie. Ich sehe die Balken nicht wirklich. Ich weiß nicht, wie viel Schaden das schon macht hier. Scheinbar nicht so viel. Jetzt werden wir angeknabbert. Ein bisschen Heilung wäre jetzt nicht schlecht. Na komm, lass dich doch nicht anknabbern. Lass dich nicht anknabbern. Geralt, jetzt hau doch ab. Das macht doch hier mal. Hockt der da in der Ecke rum und lässt sich anknabbern. Jetzt haben wir hier wieder die Beste. Jetzt haben wir hier wieder die Vergessene. Das war eine halbwegs gute Runde. Es wird besser. Wir lernen dazu. Aber wir werden jetzt hier wohl noch ein Weilchen damit beschäftigt sein, hier zu kämpfen. Bis wir den Bosskampf mal geschafft haben. Na komm, jetzt abhauen. Und die Leute auf dich lenken. Weg von der Bestie. Die Bestie hinter dich bringen. Und hier. Nein, nicht die Bestie. Nein, nicht die Bestie. Nicht die Bestie. Erst die Ballisten hier. Na komm. Greif an. Die stehen natürlich alle um dich rum. Das ist sehr kontraproduktiv.
Kacke. Das soll hier was werden. Na komm. Verdammt ich doch. Nach dem fünften Versuch ist das auch nicht mehr lustig. Abhauen, 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 abhauen. Na komm, den haben wir schon gleich. So, jetzt flieh. Flieh, du Narr. Okay, Heilung. Sehr schön. Na komm. Die Bestie stürzt sich auf Abigail. Nicht gut. Nicht gut. Ich glaube, Abigail kann nur einmal wieder belebt werden. Ist jetzt tot. Na komm, na komm, na komm. Jetzt hier. Wir sind hoffnungslos ausgeliefert, wenn die Baguettes nicht besiegt sind. Na komm, noch haben wir. Noch sind wir gut. Noch geht's. Nicht mehr lange. So, jetzt hier springen rüber. Langsam beherrsche ich den Kampfstil. Das ist aber mühselig hier. Leicht ist das nicht. Ist vielleicht besser so, dass ich keinen Chat habe gerade. Ich kann mich eher auf nichts anderes konzentrieren. So, wir haben noch KP, das ist gut. So, Bestie. Auf die Bestie drauf. Wir haben da noch eine Baguette hinter uns. Das ist eine Art Verstärkung. Oh Kacke, langsam wird es kritisch. Vor allem die Bestie gegen die. Uff. Wie soll man die Bestie hier noch besiegen? Der Kampf ist mir, das scheint mir hier gerade geradezu unmöglich. Wenn wir jetzt mal einen Seiten angegriffen werden. Ich könnte ja mal den Feuerkampf benutzen. Das Feuerzeichen. Eins drücken, um es einzusetzen. Und eins. Ich mach doch hier. Meine Fresse. Es kommen immer mehr. Och, Leute. Ich hab gar keinen Bock hier. Und die Eins. Die Vier drücken. Okay. Vier. Okay, das bringt nichts. Das können wir scheinbar nicht machen. Wie auch immer das funktioniert mit dem... Okay, auf die Feuerdinger können wir uns nicht verlassen. Sind wir ja schon gleich tot. Wir müssen Abigail unbedingt beschützen. Irgendwie müssen wir das schaffen. Dann Beine die haben. Sonst ist die... Sonst ist das gegen die Bestie hoffnungslos. Die Baguette kriegen wir schon irgendwie besiegt, aber... Wenn wir Abigail nicht beschützen können, haben wir keine Heilung für den Kampf gegen die Bestie. Warum jetzt schon Heilung? Na komm, weg. Ich kann mich ja auch gerade nicht auf Abigail konzentrieren, weil ich muss kämpfen. Okay, ich geh mal ein bisschen. Na komm. Na komm, jetzt hier. Jetzt werden wir jetzt ein bisschen wie zerkaut und ausgespuckt. Ach du Scheiße. Ich versuche gerade wieder ein bisschen gegen die Bestie. Ein bisschen Schaden hat die scheinbar schon. Unterstützung könnte ich jetzt brauchen, damit ich damit kämpfen kann.
Einige Herz am Anfang ein bisschen versucht, aber so richtig mitkämpfen kann die nicht. Und gezielt ausschalten. Den haben wir gleich hier. Die Gäste sind gar kein Hindernis mehr. Die kriegen wir schon hin. Die Bestie weg von Abby. Na komm, die Bestie müssen wir hier. Na komm, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Wie viel? Ich sehe gar nicht, wie viel Schaden die Bestie hier schon hat. Nein, 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 nein. Abby ist gleich tot. Kommt hierher. Heilung von Abby. Sehr gut. Na komm, jetzt hier. Die paar Gäste kriegen wir auch noch hin. Wenn die Bestie tot ist. Ah, jetzt Abby tot. Na toll. Scheiße. Komm, der ist doch schon gleich bei der Hälfte. Ja, ist schon über die Hälfte drüber. Sehr gut. Muss noch ein paar Gäste töten. Dabei selber nicht drauf gehen. Wenn wir nur sowas wie Heiltränke hätten, dann wäre das hier deutlich entspannter. Mich hier wirklich zum Essen gern. Zum Fressen haben die mich gern. Abhauen. Es sind mir zu viele Gäste hier. Nein. Es lief so gut jetzt hier. Nein, 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 nein. Wir sind schon so geschwächt. Das darf nicht so enden. Das endet aber wahrscheinlich so. Wir sind stark geschwächt. Diese lästigen Gäste hier, das ist doch hier. Ja, ich weiß, der Kampf wäre unlustig ohne die, aber. Na komm, letzte Verteidigung hier. Letzter Angriff. Verdammt. Oh Mann. Was trinken zum Erholen. Das habe ich nicht kommen sehen. Ich wollte hier einen Bosskampf machen. Das war hier heute stundenlang drin und festhängen. Gäste ausschalten. Abigail beschützen. Ja, sehr gut, haben wir nicht gemacht. Erst die Gäste rund um Abigail ausschalten. Dann die restlichen Gäste ausschalten. Und dann können wir uns um den Kollegen Bestie kümmern. Können wir irgendwie die Flammen löschen? Weil scheinbar kommen die aus den Flammen raus. Die kommen aus dem ewigen Feuer. Geistlich ist dran schuld, der hat die erweckt. Das ewige Feuer ist das, was wir gestern. Ich bin da was auf der Spur. Und jetzt du. Die Bestie brennt ja auch, das ist ja. Und wegen des magischen Feuer, das ewige Feuer, das ist hier. Das wird dafür sorgen, dass die verschwinden. Oh Mann.
Genau dafür hast du dieses Spiel. Na komm, na komm. Der lässt sich da auch noch anknabbern. Ich kann hier wirklich nichts tun. Da steht er wirklich eine geschlagene halbe Stunde gefühlt rum und tut nichts. Angreifen. Auf die Bestie konzentrieren. Wenn ich nur wüsste, wie man diese Feuergeschichte einsetzt. Das habe ich nicht wirklich geübt. Sieht so aus, als ob wir heute das hier beenden. Das ist, wenn ich jetzt hier zu diesem Kampf scheitere. Und das heute nicht schaffe. Ich werde das noch 100-mal versuchen, aber ja, Emigel getötet. Das ist schlecht. Nein, ist Abigail in Ruhe. Die arme Frau kann sich scheinbar nicht verteidigen. Scheinbar völlig unfähig dazu zu kämpfen. Schon noch zwei kleinen Bissen tot. Weil ich diesen Kampf hier hasse. Oh, Heilung. Sehr schön. Doch nicht gegen die... Oh Mann. Gegen die Bestie. Na komm, jetzt vergesst hier. Na komm. Na komm. Und jetzt hier. So ein bisschen auf die Bestie angreifen. Lass dich doch nicht verspeisen hier. Das ist doch... Da steht er rum und macht nichts. Lässt sich anknabbern. Na komm, jetzt hier, genau hier. Der duckt sich, der macht einen Kopf vorne, Hand vor dem Kopf und lässt sich erstmal anknabbern. Was soll denn der Mist hier? Ich denke, für den Schwertkampf ist das eigentlich nicht ausgelegt. Wir sollten da eigentlich noch... Wir sollen da die Feuerzeichen nutzen. Um einen effektiveren Weg zu finden, hier mit den Magisten und mit der Bestie zu kämpfen. Ja, und sonst so... Ich will jetzt hier noch... Zu lange werde ich das jetzt, zu oft werde ich das jetzt auch nicht benutzen. Ein paar Mal werde ich das noch. Ich habe zwar gerade gesagt, dass das noch 100 Mal machen will, aber irgendwann wird es dann auch langweilig. Da bin ich halt einfach zu unterlevelt hier. Ich weiß nicht, ob man hier überhaupt leveln kann. Ich meine, immerhin kämpfen wir jetzt hier schon fast eine Stunde, wenn ich das richtig sehe. Seit 49 Minuten live. Also seit 45 Minuten kämpfen wir hier schon. Spielen wir schon. Naja, sagen wir mal seit 40 Minuten. Die Sache mit der, die Geschichte mit dem Mob da noch mit einer mit reingezogen. Ich sehe nicht, wie wir das hier schaffen können. Ich mache auf jeden Fall gleich mal eine Pause. Schaue ich mal noch mal in ein Tutorial rein. Ob es da irgendwie einen Tipp gibt, ob es da eine bessere Möglichkeit zu kämpfen gibt. Ansonsten, ob es da eine Taktik gibt, die sich am besten anbietet. Vielleicht sehe ich das hier, alles falsch aus. Ich muss das ganz anders machen. Na komm, jetzt hier. Noch eine Idee wäre direkt auf die Bestie drauf hier. Mich von den Bargisten gar nicht beeindrucken lassen und hier direkt
die mal töten, weil die ist ja scheinbar der stärkste Gegner hier. Das haben wir auch schon mal versucht. Das hat nicht so gut geklappt, weil wir von den Seiten immer angeknabbert werden. Aber ja. Ich sehe das Let's Play schon an dieser Stelle enden. Ja. Was ist hier? Es besteht hier wenig Hoffnung, dass wir das hier schaffen. So gut beherrscht den Kampf hier noch nicht. Das wird die Bestie besiegt kriegen. Wäre natürlich toll. Ich würde es euch gerne zeigen, wie wir noch in die Stadt kommen und so weiter. Denn die Stadt hat schon einiges toll. Immer noch riesiger, einiges Tolles. Da steht, guck mal, da steht der einfach und lässt sich anknabbern. Wie so ein Rückensteak. Ich verstehe es nicht. Wir haben Essen mit dabei, aber das heilt uns nicht so. Es dauert zu lange, bis wir geheilt sind. Heilungstränke hätten wir vielleicht kaufen müssen. Davor noch. Hätte uns das weitergebracht, aber so sehe ich da jetzt keinen Sinn drin. So, einmal noch, dann machen wir Pause. Ein Versuch hier noch. Ich glaube, das Beste ist erstmal wirklich die Kollegen hier von MG wegzulocken. Und dann erstmal die Barista zu besiegen. Damit die uns nicht mehr von der Seite anknabbern, während wir den Boss besiegen. Weg von Abigail. Ach, das ist doch... Ey, ich konnte nur zuschauen, wie sie besiegt wurde. Alter Schwede. Es regnet immerhin. Könnte der Regen mal das Feuer löschen. Na komm, na komm. Scheinbar kann die sich wieder regenerieren. Abigail, aber zu lange, zu oft kann sie das auch nicht tun. Na komm, jetzt hier erstmal lieber Gäste ausschalten. Ich kann gerade gar nicht angreifen. Na komm, und schon wieder tot. Es ist wirklich eine Last. Abigail, ja. Silber-Heilzauber machen, das müssten wir können. Das wäre hier das Schönste. Na komm, jetzt hier, Bestie. Angriff. Wir hatten die schon zwischendurch mal bei halbem Schaden. Jetzt lässt er sich wieder anknabbern. Das ist echt hier schlimm. Die Kampftechniken sind hier auch nicht. Sind nicht ohne. Das muss man erstmal blockieren, wie man hier angreift. Wir haben den schon bei einem. Jetzt lässt er sich da anknabbern. Danke, Abigail. Was bist du, ein Schokokrieger, dass du dich anknabbern lässt? Na komm. Vergiss du. Minimieren. Gäste sind hier nicht das Hindernis, wenn wir gegen die kämpfen. Das kriegen wir hin. Die Beste ist auch schon fast tot. Na, fast tot nicht, aber schon über die Hälfte drüber. Jetzt sollten wir uns wirklich mal auf die Beste konzentrieren jetzt. Bei Gästen minimieren. Die mal auf einen runterbringen. Mit einer Bestie komme ich klar, mit einem Gast komme ich klar. Na komm, jetzt hier angreifen. Da kommt Verstärkung. Es ist doch zum Heulen. Immer der stärkste greift als erstes an.
Na komm, jetzt sollten wir uns mal auf die Beste stürzen. Sonst kriegen wir das nicht mehr. Na komm, jetzt hier. Bestie. Du bist halt angeknabbert von der Seite. Jetzt. Volle Pulle. Volle Möhre. Drauf. Auf die Schurken. Auf die Gurken. Und besiegt. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, der hat doch schon die Hälfte, haben wir schon rum. Da fällt mir auch nichts mehr ein. Tja, die Kampfzauber, die Zauber hier, den Feuerzauber und den anderen Zauber, den blauen hier, die zwei Sprüche hier, die Dreiecke, die könnte man nutzen, wenn wir wissen, wie es geht. Mit Karacho auf die Bestie. Alle anderen können mir erstmal egal sein. Versuchen wir nicht zu sterben. Es ist natürlich kontraproduktiv, wenn ich mich jetzt hier anknabbern lasse. Ist man natürlich schnell tot hier auch mit dem. Ach hier. Danke, Abigail. Ich muss mich um die Bestie kümmern. Vielleicht kriegen wir es auf dem Weg irgendwie tot. Na toll, lässt er sich wieder anknabbern. Wir sind wieder sowas von tot. Und danach gehen wir halt noch einen Kampf. Das habe ich da mit mir jetzt verändern lassen. Nach haben wir jetzt hier nur, das ist jetzt nicht der letzte Bosskampf. Kommt dann auch noch was. Ich sehe mich jetzt genötigt, das hier zu beenden. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen. Ich versuche es noch ein bisschen. Ich sag mal, eine Handvoll Versuche machen wir noch. Jetzt erstmal die Leute von der LG ablenken, die uns lebendig bleibt. Das tut sie eh nicht, aber. Jetzt mal abbauen hier. Da kommt man jetzt rein hier. Wir müssen den. Die Bestie irgendwie separieren, dass sie sich auch immer hier anknabbern lässt. Das macht es ziemlich unmöglich. Die Taktik mit den Bagisten, die Bagiste einledigen, war eigentlich gar nicht so verkehrt. Aber ja. Und sagt ihr, die Bestie muss alle werden. Die Bestie müssen wir erledigen. Wir werden halt von allen Seiten aufgefuttert, aber. Die Bestie ist ja das Wichtigste. Ja. Ich hoffe, mir hat das letzte Play bisher trotzdem einigermaßen gut gefallen. Ihr seid trotzdem damit zufrieden, auch wenn ich jetzt hier beenden muss. Bisher war es ja gar nicht so übel. Ich habe mich ja schon gut geschlagen. Ich hätte euch gern ein besseres Ende geboten. Ist nicht so ein unbefriedigendes Ende hier. Ein Happy End für Geralt hätte ich gerne gehabt. Dass er jetzt hier nicht. Das ist das letzte Bild, was seht, nicht Geralt im Kampf. Dass ich nicht wehren kann, ist. Ja, aber vielleicht spielen wir irgendwann mal Witcher 3. Ich weiß nicht, vielleicht. Ich weiß nicht, ob da bessere Kämpfe sind, ob man da mit der Spielsteuerung besser klarkommt. Der Kampfmechanik. Ob wir das dann besser schaffen. Aber hier in diesem Kampf. Über die Hälfte kriegen wir den nicht raus. Das ist ja. Vielleicht haben wir dann. Angeblich gibt es ja auch in Witcher 3 dann auch einen besseren Kampfstil. Mit dem man dann noch besser die Monstren besiegen kann. Na, ja, die kommen.
Die kommen immer nach hier. Wenn den da Gästen besiegen, ist noch nicht alles erledigt. Wir müssen uns auch mal auf die Bestie stürzen. Na komm. Dass du dann erstmal in die falsche Richtung guckst und so weiter. Das ist hier wirklich. Oh, ja, das Kämpfen ist ja wirklich nicht. Gegen die Dorftrottel habe ich das noch hingekriegt. So gegen die Gäste komme ich auch noch einigermaßen klar, aber jetzt gegen den großen Bossgegner hier können wir vergessen. Ich streng mich auch hier wirklich an. Ich bin ja schon. Ich hab dazu gelernt. Also es ist halt. Ich kenne den Kampfstil schon, der ist halt nicht. Perfektioniert habe ich den noch nicht, aber das ist halt wirklich schon. Das Essen könnte ich hier noch, aber das bringt dann auch nicht viel. Ja, und dann werden wir hier beim Essen getötet. Drei Versuche noch, dann machen wir die Marschzeit 3 jetzt hier. Drei Versuche noch, dann gebe ich das hier auf. Aufgeben ist eigentlich keine Option, aber manchmal. Wenn es halt wirklich nicht mehr geht. Irgendwann muss man dann auch gucken, was das noch für einen Mehrwert fürs Let's Play hat. Ich da jetzt hier stundenlang festhänge. Und dann keine Abwechslung mehr hat und dann nur noch. Und dann nur noch Bestienkampf ist. Uns noch die Credits an und dann war's das damit. Ich habe eh nicht gedacht, dass wir das irgendwann mal zu Ende kriegen. Das war ja nie. Das war ja scheinbar nie eine Option. Das Spiel wäre auch jetzt noch ewig gegangen. Also das ist jetzt hier. Wenn wir nach Vesima gekommen wären, dann. Es ist hier wirklich erst die Vorgeschichte gewesen, im Umland von Vesima. Das wäre hier wirklich noch. Wenn wir durch die Tore Vesimas gelaufen wären, hätten wir ungefähr grob ein Viertel des Spiels geschafft. Das wäre also, das ist halt. Da kommen noch so viel schlimmere Bosskämpfe und so viele andere Sachen. Ich habe mich da schon ein bisschen gespoilert. Es ist wirklich keine Basis, auf die man bauen kann. Bin ich hier schon bei der Bestie verkacke. Ich wollte mich nicht in zukünftigen Kämpfen sehen. Ah ja, jetzt lässt er sich totknabbern. Es ist auch wirklich schmerzhaft hier. So, zweimal versuche ich es noch, dann lassen wir es hier gut sein. So, dann kommen jetzt vielleicht eine winzige Chance, eine minimale Chance besteht noch. Dass wir erstmal die Bestien wegknocken. Sie ist eh gleich tot, aber. Na komm. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Die Bestien kriegen wir mittlerweile. Das mit dem Ausweichen habe ich auch mittlerweile gecheckt. Also ist nicht die Kampfkunst beherrsche ich hier. Das ist gar nicht hier. So schlimm ist gar nicht mehr. So ein Noob bin ich hier gar nicht. Deswegen überstehe ich hier auch ein paar Runden im Kampf. Mittlerer starke Gegner kriege ich auch mittlerweile schon gut hin. Haben wir halt wieder keine Heilung durch. Ich will gehen. So, hier. Es kommt immer wieder Verstärkung, aber. Heilung, sehr schön. Na komm, jetzt hier. Jetzt lässt er sich wieder anbeißen. Hat Bock gegessen zu werden. Geralt von Riva. Rivera. Wie das heißt.
Und dann komm. Konzentrier uns mal auf die Bestie. Nein, steh doch da nicht rum. Steh doch nicht rum. Was hilft denn dir das rumstehen? Sehe vor allem deren Energiebalken nicht. Ich weiß nicht, wie viel ich der Bestie schon angetan habe. Scheinbar weniger als die Hälfte. Das ist hier wirklich frustrierend, wenn man auch nicht sieht, was man hier gemacht hat. Er stellt sich hin und lässt sich besiegen. Es ist wirklich... Ja, danach hätten wir jetzt noch gegen den Mob gekämpft. Da kommt noch mal der Geistliche angerannt und wir uns besiegen. Den hätten wir, den kriegen wir noch hin dann. Es ist jetzt wirklich kein Boss. Wenn wir die Bestie besiegt haben. Wenn wir den wütenden Milchmob besiegt hätten und die Bestie besiegt hätten, dann wären wir nach Resima gekommen. Wären wir in die Stadt gekommen. Mal eine Chance gehabt, dass es weitergeht. Wie so ein Kleinkind hier einfach ist. Mami, die tun mir weh. Du krümmst dich zusammen und tust nichts. Was ist denn das für eine Aktion hier, bald? Was soll denn der Mist hier? Jetzt bräuchte die Heilung von Abigail. Na komm, jetzt nochmal. Den letzten Kraft nochmal gegen die Bestie. Nochmal. Über Schwertstriche gegen die Bestie. Kampf gestorben. Gut, ich hab's gesagt, ich muss es halten. Ja, bleibt mir nichts anderes übrig. Danke fürs Zuschauen. Wir schauen uns die Credits an, die Mitwirkenden. Das war The Witcher Enhanced Edition. Ich habe die Schnauze gestrichen voll. Ja, was soll ich tun? Ich meine, das ist nach einer Stunde. Wollen wir auf der Stelle treten. Könnt mich jetzt dafür verteufeln und verfluchen in den Kommentaren, aber ich sehe da auch kein Ende. Also wenn ich jetzt sehen würde, wir verbessern uns so, dass wir das jetzt schaffen, ich habe jetzt da eine reale Chance. Ich habe jetzt schon die Bestie fast am Boden, nur noch ein paar Lebenspunkte. Dann könnte man jetzt noch sagen, versuche ich es noch weiterhin, aber es ist halt jetzt, wir hatten sie einmal schon bis zur Hälfte durch. Jetzt haben wir es am Ende nicht mehr geschafft. Ja, schauen wir uns noch die Mitwirkenden an. Basiert auf den Romanen und Geschichten von ihm. Spielversion. Ja, na dann. Wie gesagt, ich wünschte, ich könnte euch ein besseres Ende bieten, ein besseres Happy End, irgendwie da noch was Besseres. Könnt ihr euch was Besseres zeigen? CD Projekt. Das Erstlingswerk vom CD Projekt. Es hat doch bisher Spaß gemacht. Also bis auf den letzten Kampf jetzt war es doch gar kein so schlechtes Let's Play. Müsst ihr ja zugeben. War noch ein paar tolle Parts hier. Ein paar tolle Streams. Insgesamt doch gar nicht so scheiße. Gut, ja, leider. Also ich wäre jetzt gerne zumindest noch nach Vizima gekommen, hätte euch das dann noch das nochmal gezeigt. Ich nochmal gezeigt, wie wir hier in Vizima noch ein paar Quests, den König treffen und so weiter. Vielleicht schneide ich euch jetzt im Hintergrund einen kleinen Trailer rein oder sowas. Vielleicht finde ich irgendwo einen Trailer, der präsentiert, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, ob man mich hier so überhaupt versteht. Die Musik ist ziemlich laut. Man versteht mich, das ist gut. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Projekt Live Let's Play auf Twitch wieder. Zukünftig auf Twitch Livestreams und dann als Streamaufzeichnungen auf dem Kanal, auf dem YouTube-Kanal. So sieht's aus. Damit würde ich jetzt Witcher 1 Enhanced Edition bei mir auf dem Kanal notdürftig erstmal beenden. Ja, wie gesagt, ich sehe da auch keine
keine Möglichkeit, da jetzt durchzukommen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Euch hat es trotzdem Freude bereitet. Auch wenn das jetzt hier dieses schreckliche Ende nehmen muss. Und wir es nicht ansatzweise zu Ende gebracht haben. Nicht nach wie sie mal gekommen sind. Und nicht das Geheimnis von dem Hexer, von Geralt, von Riva herausgefunden haben. Wir haben ja Unglaubliches geschafft. Wir haben ja am Anfang hier den Todesbringer oder wie der hieß dort im Schloss. Wir sind doch relativ weit gekommen für meine Verhältnisse. Also ja, wir haben die Salamandra besiegt in der Höhle. Und wir waren jetzt hier kurz vor Vesima. Wir hätten es sowieso nicht zu Ende gebracht. Also ich hätte es dann in Vesima abgeschlossen mit dem Happy End, dass wir in die Stadt reingekommen sind. Und ja, war sowieso nie vorgesehen, komplettes Let's Play bis zu Ende. Und es war so ein bisschen, ich versuch mal Witcher. Haben wir doch ein paar Parts zusammengekriegt. Waren doch jetzt schon, ich weiß nicht wie viele. Könnte ich gerade mal gucken. Wir haben doch einiges erreicht jetzt hier. Also ist nicht meckern kann man da auch nicht. Gut. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. So circa 20 Parts haben wir doch hingekriegt. Das ist doch hier. Ja. Geht schlechter. Jetzt haben wir im Black Screen. Credits vorbei. Joa. Ich würde sogar mal sagen, da wir jetzt schon fertig sind, da ist jetzt erst 20 Uhr ist, können wir nochmal rüber wechseln zu Twitch. Können wir da nochmal was gucken? Können wir da nochmal was machen? Ich weiß nicht, was wir da jetzt noch spielen. Aber erstmal hier für das Let's Play. Ja, hier die Credits hör nicht auf. Ja, danke fürs Zuschauen. Danke fürs mit mir The Witcher spielen. Ja, wie gesagt, ich kann mich nur entschuldigen. Tut mir leid, dass es so enden musste. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich wiederhole mich. Dann mich nach oben lassen, ein Abo da, wenn neuer seid. Glocke aktivieren. Schaut auf Twitch vorbei. Lasst ein Follow auf Twitch da. Und wir sehen uns morgen. Wir sehen uns heute wahrscheinlich schon auf Twitch wieder. Wir sehen uns dann beim nächsten Projekt wieder. Lego Hopter, die Jahre 5 bis 7 wird noch weitergeführt. Das Nachfolgeprojekt Little Nightmares 2 kommt da noch. Das werde ich dann wieder auf Twitch spielen. Wahrscheinlich werde ich jetzt hier als Stream-Aufzeichnungspart hintereinander hinten dran. Werde ich jetzt erstmal Lego Hopter die Jahre 5 bis 7. Die werden jetzt als nächstes kommen. Die Stream-Aufzeichnungen auf dem Kanal. Und dann sehen wir uns dann sehr bald bei Little Nightmares 2 wieder. Das wird dann wieder ein erfreulicheres Projekt. Das werden wir dann durchschaffen, hoffentlich. Gut, habt noch einen tollen Tag und man sieht sich. Haut rein. Das war The Witcher. Bis dann und ciao. Bis irgendwann, bis wir dann Witcher 2 oder Witcher 3 spielen. Mal schauen, wie sich das noch gestaltet. War doch toll. Insgesamt kann man doch damit zufrieden sein, oder? Findet ihr nicht? Schreibt es mir in die Kommentare. Und man hört sich. Ciao.